Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 117 sind wir noch im Tempel von Kilkreath unterwegs. Als Champion von Meridia haben wir hier alle möglichen Sachen zu tun, zum Beispiel ganz viel Licht verbreiten und Schatten beiseite räumen. Manche Schatten wehren sich auch, das sind die Korrumpierten. Und hier gibt es natürlich allerlei Hebel und Türen. Wie immer. Also nichts Neues. Und Alex ist hier am Steuer. Oh, ein Kamin! Wer hält wohl das Feuer hier am Laufen? Na, die Kaiserlichen. Die Holzscheite sind noch warm. Das ist verdächtig. Oha. Okay, was meinst du, macht dieser Hebel hier? Und was meinst du, wäre passiert, wenn man diesen Stolperdraht ausgelöst hätte? Ich sehe keine Anzeichen für Fallen oder sowas. Ja. Bin jetzt neugierig. Ah, oben ist bestimmt so ein Balken, oder? Vielleicht. Ich renne jetzt mal durch und hoffe, dass das keine Rückwegfalle ist. Ah. Na toll. Hast du die etwa nicht gesehen? Nee, du etwa? Nee. Au. Nix passiert. Ah, der Hebel deaktiviert die dann, richtig? Ja. Okay. Gut. Die Neugierde hat gesiegt. Weiter im Text. Sind wir jetzt drüben, oder was ist jetzt? War hier nicht noch ein korrumpierter Schatten? Eigentlich ja, irgendwo, ne? Irgendwo, also er sieht uns nicht. Und wir sehen ihn nicht, wollte ich sagen, aber natürlich sehen wir ihn. Sollen wir uns wieder anschleichen, oder? Ich glaube, ich will mich anschleichen. Wie du willst. Nein, er hat es gesehen. Verdammte Kiste. Ach, das ist ein freundlicher. Ah. Super. Ja, cool. Nehmen wir. Okay, hier fällt man runter, das ist nicht so clever. Geh beiseite. Geh beiseite. Ich wusste doch, dass sie auf Batman hören würden. Alter, die haben so viel Kohle dabei, die Typen. Nö. Ein Buch. Oh. Mitnehmen. Oh. Blocken. Eine Fähigkeit, die wir fast ständig benutzen. Na? Kein. Novize. Ah, okay. War schon offen quasi. Ja. Schuppenhornrüstung. Ui! Oh. Leichte Rüstung 59, nicht schlecht. Aber auch nicht gut genug, soweit ich das gesehen habe. Das ist so lustig. Oh, ich find's immer noch lustig. Du sagst Bescheid, wenn es dir auf den Sack geht, ne? Ja. Muss ich mal rüberspringen, ne? Alter, was? Hm? Ich kann doch da nicht rüberspringen. Doch. Ich bin doch nicht. Geh mal weg da jetzt. Hau ab. Husch, husch. Bin Batman. Geh weg. Verdammt, er hört mich auf mich. Vielleicht schießt er auf dich, pass auf. Ach, Quatsch. Oh, verdammt. Nee, der kommt noch nach, oder? Patrouilliert er jetzt wieder? Ist mir egal. So. Tada! Da ist nix. Hier ist nix, nirgendwo ist nix. Überall ist nix. Hua! Oh. Upsi. Spring! Oh. Nein! Na, bist du wieder unser Freund? Danke. So, den Fall nehmen wir mit, ne? Den brauchen wir bestimmt später noch. Kann der eigentlich auch Türen öffnen?
Hallo. Er wartet ganz brav. Können wir hier eine Falle auslösen, durch die er dann durchlatscht? Ja, stimmt hier, ne? Das wäre richtig witzig. Aber ich sehe hier nichts. Ist hier sowas Kampfmäßiges? Ja, okay. Nee, dann will ich dich nicht dabei haben. Oh, der andere ist schon da. Au. Oh. Zweihändige Schwert hat er, glaube ich. Verdammt. Auf. Oh, ist er down? Hallo? Na gut. Einen Eisenzweihänder. Schade, ich mochte unseren Begleiter. Aber er ist dann doch immer auf der Seite seinesgleichen. Fällt uns in den Rücken. Genau. Naja, wir finden schon einen anderen. Das Gefühl, da oben schleicht einer rum, der gleich mit uns mitkommt. Nein. Tja. Oh, er kommt. Man hört ihn schon, bevor man ihn sieht. Na dann. Aber nur ein einhändiges Schwert. Komm daher. Alter, was? Niemand lässt mich mein eigenes Blut bluten. Ja, ist gut. Ja, ne? Mitnehmen, so. Timo hat bestimmt ein Auge auf unsere Traglast und würde rechtzeitig Bescheid sagen. Na klar. Falls wir diese Drohnen zu überschreiten. Ein weiterer Kamin. Drüben konnten wir auch hoch und da war. Was war da? Gilt das eigentlich auch den Heilzauber, wenn man ihn einfach nur so... Ah! Wahrscheinlich, ne? Das war ja klar, wenn man den wegnimmt, ist irgendwas Doofes. Können wir da nicht mal wieder was draufstellen jetzt? Mal ausprobieren, oder? Ja. Was haben wir denn an Müll dabei? Nee. Ich denke da an einen Totenschädel. Oh, eine Flöte? Nein! Was haben wir noch alles dabei? Ein Holzteller. Ein Holzteller, den probiere ich mal aus. Ja. Na komm mal her, Holzteller. Es wird bestimmt gesagt, das Gewicht reicht nicht aus, wenn es nicht klappen sollte. Aber es reicht. Mei! Ey! So blöd, tut mir leid. Leg ihn da hin. Geht noch nicht. Vielleicht ein bisschen zur Seite gehen oder so. Ein bisschen Sidesteps machen. Aus einem anderen Winkel. Oh, ach, da kommt eine Lanze raus. Dann ist das ja voll egal, wenn das ausgelöst wird. Guck mal. Ja. Okay, alles klar. Verdammt. Ich will, dass es jemanden erwischt, der diesen Holzteller zu stehlen versucht. Ach Mann, ist doch. Dann ist mir jetzt auch egal. So. Versuchen wir hier schon die Fallen wieder scharf zu machen. Das kann doch nicht sein. Jemand muss uns Einhalt gebieten. Ja, wir haben nichts Besseres zu tun. Naja gut, also so richtig herausfordernd ist das hier bisher noch nicht gewesen, oder? Ja. Aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Die Schalen sind übrigens gar nicht so schlecht, ne?
Die? Nee, welche denn? Die? Ja. Ah, mitgenommen, so. Ich habe zu viel Angst. Es tut mir leid, ich habe zu viel Angst. Der nächste Sockel wartet da bereits auf uns. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, dass der über uns, also über den anderen ist. Nicht mitgekriegt. Ah, und der macht jetzt das Tor dann auf, ne? Mhm. Das macht Schaden, wenn man da durchläuft. Echt? Ja. Das ist der Speicher. Ach Quatsch. Ich wusste nicht, hast du gesehen, dass du da auf so einen Vorsprung springst? Na klar. Selbstverständlich, du kennst mich doch. Das Terrain habe ich mir eingeprägt, als wir den Raum betreten haben. Achso. Ja, genau. Wie immer. Nein, wir sind doch Agent von Nocturnal. Das Glück ist auf unserer Seite. Mhm. Das stimmt allerdings. Und was braucht es mehr als ein bisschen Glück, um hier lebend durchzukommen? Egal, was man tut. Oh. Auch nicht schlecht. Es riecht nach korrumpierten Schatten. Und verkohlten Kaiserlichen. Was meinst du, wie stark wird der Boss hier sein? Ich weiß nicht. Wann war denn der letzte Boss? War der stark? Ah, Mercer, ne? Ah, nicht stärker als Mercer. Mercer war schon ganz schön stark, fand ich. Ja, mit seinem Schwert, ne, das sein Leben zieht, das war schon hart. Und sonst, der davor war ja... Wie hieß er noch? Gauldurson? Mikrol? Der war auch nicht ohne. Alter, kann man hier jetzt diesen lustigen Effekt triggern? Ja, ein bisschen. Tatsache. Ja, die Augen gewöhnen sich nämlich an die Helligkeit der Kerzen und wenn man dann wegguckt, dann ist er erstmal dunkel und die Augen müssen sich wieder dran gewöhnen. An die Dunkelheit drumherum. Ganz interessant, dass es diesen Effekt gibt in Skyrim. Finde ich zumindest. Ja. Hattest du die Tour und so schon durchsucht? Ja. Okay, alles klar. Da ist noch ein Eisendolch drin. Tada! Seht mich an! Ich habe dicht gemacht. Noch mehr Totenschädel. Ich sehe schon, die Hälfte unserer Traglast geht für die ganzen Totenschädel drauf, die ich hier einsammle. Aber ich kann einfach nicht anders. Sie sind so schick in der. Da ist jemand. Nein. Was wird das sein? Ein Nekromant oder sowas? Okay, vor dem großen Bosskampf speichern wir. Wollen wir das für die nächste Folge aufheben oder? Ich wollte es auch gerade vorschlagen. Nein! Töte mal Koran, alles klar, wir wissen schon, wer es ist. Und in der nächsten Folge werdet ihr vergessen haben, dass ihr schon gesehen habt, was sich hinter dieser Holztür verbirgt. Und dann werdet ihr überrascht sein, wenn ihr ihn seht. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.